Hallo, ich bin Isabel Stettin, Schülerin an der Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen. Und während des Trickfilmfestivals hatten wir gemeinsam mit Illustratoren, mit Studenten von der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart ganz viel Gelegenheit, im Rahmen von unserem Projekt Freihand ganz viel zu experimentieren. Das sah dann so aus, dass wir immer in kleinen Teams aus Illustratoren und Studenten, jungen Journalisten unterwegs waren auf dem Festival. Wir haben ganz viele Veranstaltungen besucht und jetzt würden wir euch ein paar Einblicke geben, was da in den vergangenen Tagen entstanden ist. Also in unserem Team sind die Angela Matthies, die ist Illustratorin, der Jonas Munib, ebenfalls Illustrator, die Isabel Stettin, Journalistin, und ich, Pascal Müller, ebenfalls Journalistin. Und wir haben uns zusammengefunden, weil wir alle sehr interessiert waren an Animation im arabischen Raum und während des Trickfilmfestivals auch das Arab Animation Forum stattfindet. Und heute hatten wir unseren großen Tag, unser großes Interview mit dem Animationsfilmemacher Jalal Magou aus Syrien, der mittlerweile in Berlin lebt. Und mit ihm haben wir über sein Werk Sulaima gesprochen, in dem geht es um eine syrische Frau, die in den Wirren der Revolution verloren geht, und wir möchten mit ihm aber auch über Bilder reden, und zwar Bilder von Syrien, die dem gängigen Narrativ in den Medien widersprechen, die nichts mit Krieg und Tod zu tun haben, sondern die das Menschliche und Künstlerische an dem Land zeigen, was im Moment einfach untergeht. Ich bin Christine Lutz, ich bin Schülerin der Zeitenspiegel-Reportageschule. Ich bin zusammen im Team mit zwei anderen Schülern der Schule, und zwar mit der Freya Altmüller und dem David Sahai. Wir machen eine Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und uns unterstützen als Illustratoren der Dirk Flach und der Eduard Busing. Und wir als Gruppe sind jetzt hier im Jugendhaus Mitte. Dort findet seit Mittwochnachmittag der 48-Stunden-Animationsmarathon statt. Das heißt, es gibt 5 Teams, die in 48 Stunden einen Animationsfilm machen müssen, praktisch aus dem Nichts. Und wir als Team fanden das einfach spannend, weil wir uns das schwer vorstellen könnten, was kann man in 48 Stunden animieren. Und wir sind eigentlich jetzt schon begeistert davon, wie unterschiedlich die Ansätze sind und ja, wie viel Kreativität da einfach drin steckt und wie viel wirklich geht in 2 Tagen. Wir kommen immer wieder hier ins Jugendhaus und sprechen mit den Leuten hier vor Ort, fragen einfach, wie sie überhaupt zu dem Wettbewerb gekommen sind und warum sie so gern Trickfilm mögen. Wir dürfen ein bisschen auf ihre Bildschirme schauen. Es wird hier aber nicht nur am Bildschirm animiert, sondern es wird auch ganz viel gezeichnet und gebastelt und Kaffee getrunken. Das gehört auch dazu. Also sehr spannend. Samantha Siegfried und ich, Selina de Couvelant, sind beide Schülerinnen an der Zeitenspiegel-Reportageschule. Und zusammen mit Dirk Flach, unserem Illustrator von der Akademie der Bildenden Künste, sind wir im Moment beim internationalen Trickfilmfestival unterwegs. Ja, und wir beschäftigen uns mit der Härte des Trickfilms. Das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, weil Trickfilme in Deutschland immer mit Kinderfilmen verbunden werden. Also, wenn man Trickfilm hört, denkt man an Zeichentrickfilme, man denkt an Mickey Mouse, Tim und Struppi, aber nicht an Filme, wo eben sehr ernste politische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Themen diskutiert werden.
Wir haben gerade eben Rolf Giesen interviewt. Und, der ist Filmwissenschaftler und Journalist für die Welt und hat uns nochmal ein bisschen erklärt, was Trickfilm für Erwachsene auch leisten kann und warum es eben kein Kinderkram ist. Die Filmförderung und auch die Deutsche Filmakademie etc. müssen die Trennung endgültig offiziell machen, dass Animationsspielfilm nicht zur Kategorie des Kinderfilms gehört. Ja, ich bin Isabel Stettin, heute mit dem Team Sailor Moon unterwegs. Wir haben das große Vergnügen, einen Tag mit dem größten Fanclub Deutschlands, mit Sailor Moon German, unterwegs zu sein. Sailor Pride ist das Motto von denen, weil die sind stolz darauf, Fan von Sailor Moon zu sein. Und anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Sailor Moon in Deutschland hat das Trickfilmfestival da ein großes Programm mit Konzert und Auftritt und die Serie wird ausgestrahlt. Und ja, im Team bin ich und Luba Naminova von der Zeitenspiegel Reportageschule und unsere tolle Illustratorin Jana Kartik von der Akademie der Bildenden Künste, die für uns ganz fleißig zeichnet und auch im Manga-Anime-Stil für uns dann am Ende dann noch tolle Zeichnungen liefern wird. Und wir werden dann auch einen Text schreiben und machen noch ein Video, um eben ein bisschen die Sailor Moon-Fankultur abzubilden. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin Raphael Thelen vom Schlossgarten-Atmosphärenteam. Unser Team besteht aus Dirk Flach, Eduard Losing, Björn Dermann, Hannes Opel und mir. Wir machen eine illustrierte Reportage über das Festival und was rundherum so auf dem Schlossplatz passiert. Zu diesem Zweck haben wir drei Protagonisten interviewt, einen Flaschensammler, der nämlich von allen Besuchern die meisten Filme sieht, den Herrn Bauer, der für das Technische rundherum zuständig ist und einen Besucher, der jeden Tag nach der Arbeit mit seinem Rad am Schlossplatz vorbeigerast kommt. Und das Ganze haben wir jetzt als Comic-Reportage umgesetzt. Gezeichnet mit Wörtern, mit Sprechblasen, allem drum und dran. Alle Ergebnisse findet ihr im Internet über die Startseite des ITFS unter Freihand. Schaut rein und hinterlasst eure Kommentare.